Hier in den Hochlagen der österreichischen Zentralalpen wächst ein besonderes Holz. Die Lärchen ist ein Traumholz, auf jeden Fall. Ja, aufgrund der Höhenlage ist bei uns einfach die Faser irrsinnig fein und die Qualität ist von unserer Lärche ein Wahnsinn. Aufgrund der kurzen Vegetationszeit ist das Wachstum nicht so arg und die Faser wird dadurch ganz fein. Bei uns ist der Lärchen, sagen wir, mit 120, 30, 40 Jahren hiebsreif und in die Teilung mit 60, 70 Jahren und hat denselben Durchmesser. Das merkt man beim Schneiden. Wenn man so einen Wiesenlärchen, sagen wir, die was ganz unten wachsen, so freistehende, da geht die Sog rein wie in einem Butter und da merkt man schon, dass eine Härte dahinter ist. Die Firma Richter ist beim Bau ihrer Spielgeräte von den Vorteilen des Gebirgslärchenholzes überzeugt. In den Hochlagen der Alpen wachsen die Bäume langsamer. So entstehen enge Jahresringe und eine hohe Festigkeit bei diesem natürlichen Rohstoff. Dieses Lärchenholz besitzt außerdem eine stärkere Resistenz gegen Fäulnis. Bamfort! Geschlagen wird das Gebirgslärchenholz in den österreichischen Forstbetrieben überwiegend im Winter. Die Bäume befinden sich dann in der Saftruhe, der ideale Zeitpunkt, um das Holz zu fällen. Ja, aufgrund der Jahrringe sieht man schon, das ist eine gewisse Höhenlage und das ist eine super fein gewachsene Gebirgslärche. Ja, da sieht man eigentlich, von der Jugend her ist die Lärchen irrsinnig raschwüchsiger so für unsere Verhältnisse. Und mit zunehmendem Alter dann wird es immer enger, die Jahrringe. Wenn man da rausschaut, da zählt man sie so kaum mehr. Da braucht man fast eine Lupe, dass man überhaupt die Jahrringe noch zählen kann. Und das ist von der Qualität natürlich ganz was Besonderes. Die Lärche ist sehr robust. Sie hält eine Trockenheit aus, sie hält einen Sturm aus. Gerade der Lungau ist eigentlich prädestiniert für die Lärche. Der ganze Lungau liegt über 1200 Meter. Es gibt eigentlich keine Alternative oder kaum eine Alternative zur Lärche. Und die Lärche ist ein Stabilisator für den gesamten Gebirgswald. Sie verjüngt sich relativ gut. Das heißt, ich habe einen natürlichen Baum wieder da, der standortsmäßig wirklich daher passt. Weiterverarbeitet wird das Lärchenholz für die Produktion der Richter Spielgeräte gleich in der Region. Im Lungau, im hochmodernen Sägewerk der Familie Gragaber. Seit vielen Jahren pflegt die Firma Richter die Partnerschaft mit seinem österreichischen Holzlieferanten. Dabei achtet man im Betrieb auf überliefertes Wissen. Ja, unser Betrieb ist eigentlich schon in der vierten Generation. Gegründet durch den Urgroßvater. Wir sind zu zwei Brüder. Wir haben uns spezialisiert auf Gebirgslärche. Das heißt eigentlich, wir verarbeiten ausschließlich Lärche mit einem Wuchs über ca. 700 bis 800 Meter Seehöhe. Also wir kaufen einen im Umkreis von 100 Kilometer circa Radius, Einkaufsradius. Dann kann man sagen, also wir produzieren Holz mit kurzen Transportwegen. Und das im Hinblick auf Umweltschutz und Ökologie, gell, ist natürlich ein Vorteil. Das Lärchenholz wird hier entsprechend den hohen Qualitätsansprüchen der Firma Richter sortiert und weiterverarbeitet. Wir sind direkt an der Quelle
Wir wissen, woher das Holz kommt. Wir können es nachhaltig garantieren. Und wir suchen auch die Stücke aus, die für die Firma Richter bereitgestellt werden. Es kommt auf den Wuchs im Prinzip drauf an. Es soll wenig harzig sein, auch keinen Drehwuchs haben, das zum Schluss im fertigen Spielgerät eine gewisse Qualität garantiert. Die Firma Richter legt großen Wert auf eine ökologische und sozial nachhaltige Holzwirtschaft. Deshalb trägt das Lärchenholz das PEFC-Siegel. Dieses Zertifikat wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert. Qualität und Nachhaltigkeit stehen also an erster Stelle und das schon seit Generationen. Ja, ich bin seit 25 Jahren oder drüber schon im Betrieb und mir fasziniert das Holz sowieso. Also mich interessiert es einfach, wo kommt das her, was wird daraus gemacht. Und es gibt oft genug Kommunikation mit der Firma Richter, wo man auch der Frage, wo dieses und jenes Spielgerät ist dort und dort hingegangen. Und da hat man ganz andere Identifikation mit dem Werkstoff selbst auch. Und man steht dahinter und ja, man identifiziert sich damit. Schönes Gefühl. Die Identifikation mit dem Rohstoff und seiner Qualität spielt für die Firma Richter eine bedeutende Rolle. Auch die Kommunikationskultur wird groß geschrieben. Mit Partnern begegnet man sich auf Augenhöhe. Die Firma Richter ist schon ein alteingesessener Familienbetrieb, wie auch wir, sind auch schon in vierter Generation. Ja, wir haben eine gute Zusammenarbeit, weil einfach familiengeführte Betriebe anders agieren können als wie Konzerne. Und wir sind in der Struktur sehr ähnlich, das heißt, wir machen hauptsächlich Spezialprodukte und wissen eigentlich, wo das Holz herkommt und wohin das Holz geht. Die Hölzer werden so lange gelagert und getrocknet, bis sie den Standards der Firma Richter entsprechen und eine geeignete Holzfeuchte aufweisen. Erst dann wird das Holz weitertransportiert. Vom Lungau nach Bayern. Im oberbayerischen Fraßdorf liegt seit 1970 der Stammsitz der Firma Richter. Mit dem Lärchenholz produziert die Firma Richter hier ihre Spielgeräte für die ganze Welt. In Fraßdorf legt man Wert auf handwerkliche Strukturen in einer modernen Produktion. Man arbeitet noch Hand in Hand. Die Firma Richter schont Ressourcen und arbeitet am liebsten mit dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz. Die Gebirgslärche passt zur Firmenphilosophie. Wir haben ja ein Produkt, das lang halten soll und das einen hohen Qualitätsanspruch hat, auch von unserer Seite. Also man könnte sagen, die Lärche ist ein stures Holz. Ne? Das heißt, sie ist auch manchmal auch nicht für jeden Zweck verwendbar. Aber das ist vielleicht auch etwas, wie man es philosophisch betrachtet, wir sind ja auch alle Sturköpfe. Ne? Die Firma Richter gilt als Pionier in der Spielgerätebranche. Ihre hochwertigen Produkte sind weltweit gefragt, weil Kinder sie lieben. Der deutsche Traditionsbetrieb hat seit vielen Jahren Partner auf der ganzen Welt. The natural playground feel is a very big movement. People want to get back to nature. They want to touch the wood, they want to feel the wood, they want to smell wood. We've gone back to a number of installations that have already been completed and kids are climbing all over the pieces. They love to be on the piece, around the piece, work with the piece. Again, it's not a very cold feeling, it's a warm piece that they want to touch. And this is some of the best quality that we've ever worked with. Richter Spielgeräte. Das Original seit 1967.